Was die Studierenden hier erwartet, ist ein sehr vielfältiger Gegenstand. Wir schauen uns Literatur und andere kulturelle Artefakte an, aus der englischsprachigen Welt an in der Geschichte und Gegenwart, das ist schon mal ein sehr großer Zeitraum, der da abgedeckt wird. Wir schauen uns Romane an, äh, Dramen, Lyrik natürlich, das sind so die Klassiker der Literatur, aber auch modernere Medienprodukte wie Film oder auch Internet-basierte ähm, kulturelle Artefakte sind interessant. Letztlich schauen wir uns auch auf Musik an, wenn das passt. Also es ist ein sehr, vom Gegenstand her sehr vielfältig ähm, und wir versuchen immer, diese Gegenstände zu analysieren und, und zu interpretieren im Kontext ihrer sozialen, politischen, ökonomischen und weiteren Kontexte. Es wird also immer ein bisschen Detektivarbeit geleistet. Man versucht herauszufinden, wie ist dieser Text in einer bestimmten Epoche verstanden worden und warum. Da muss man also ein bisschen Hintergrundwissen sich aneignen. Viel historisches äh, Wissen ist notwendig und das ist eigentlich auch das, was das Fach so spannend und so, und so vielfältig macht. Eine Fehleinschätzung, mit der wir ab und zu konfrontiert sind, ist, dass manche Studierende glauben, sie könnten hier hinkommen, um Englisch zu lernen. Und äh, das funktioniert nicht. Wir setzen auf einem relativ hohen Niveau an. Wir müssen die Beherrschung der englischen Sprache auf einem hohen Niveau voraussetzen, in Wort und Schrift. Wir trainieren natürlich die Sprachfähigkeiten, insbesondere was das akademische Ausdrucksverhalten äh, angeht, auf hohem Niveau auch weiter. Das ist vollkommen klar. Also niemand wird nachher schlechter Englisch sprechen. Aber äh, wir können eigentlich nicht Leute ins Studium einbauen, die äh, mit mit mittelmäßigen oder schlechten Sprachkenntnissen hinkommen. Das Studium ist also etwas für Leute, die gerne in der englischen Sprache sich bewegen, in der englischen Sprache denken und auch vor allen Dingen sehr viel lesen in der englischen Sprache. Denn das ist eine Grunderwartung, die wir an die Studierenden haben, dass viele Prozesse des Wissen Aneignens und des Fähigkeitenentwickelns über die Lektüre von Texten geht. Also wer gerne liest und das in der englischen Sprache tut, der ist hier genau richtig.